Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit kreuzfahrten.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen hier in Österreich, in Engelhard-Zell. Und hinter mir seht ihr schon die Arosa Mia. Da werde ich jetzt an Bord gehen. Eine Woche geht es Richtung Budapest, Bratislava, Wien und noch weitere schöne Orte. Wirklich eine wunderschöne Route. Habe ich letztes Jahr schon mal gemacht, aber ich freue mich wirklich wahnsinnig, das jetzt nochmal zu machen dieses Jahr. Und das Ganze dann mit Arosa. Das ist meine zweite Arosa-Reihe. Das letzte Mal war ich, Reise. Das letzte Mal war ich mit der Silva unterwegs auf dem Rhein und freue mich jetzt eben hier, dann diese schönen Orte auch mit Arosa kennenzulernen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal an Bord. Es ist eben alles in der Corona-Zeit momentan, deshalb natürlich auch mit Vorsichtsmaßnahmen, Mundschutz, ganz klar, Fiebermessen vorm Einstieg und den Gesundheitsfragebogen musste man vorher eben auch schon ausfüllen. Und bevor es jetzt an Bord geht, gilt es jetzt noch den Gesundheitsfragebogen abzugeben. Da muss man eben einmal unterschreiben, dass man derzeit symptomfrei ist, also keine grippeähnlichen Symptome hat in den letzten 14 Tagen, keinen Kontakt zu einer Person hatte, die den Corona oder das Coronavirus nachweislich hatte, dass man nicht unter häuslicher Quarantäne steht, dass das Coronavirus nicht positiv nachgewiesen ist und man auch nicht aus einem der vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet definierten Regionen aufgehalten hat. Ja, das ist nicht der Fall. Dementsprechend geht es jetzt hier an Bord. Da vorne Check-in ab 15 Uhr möglich. Es ist jetzt schon 2:30 und trotzdem kann man schon reingehen. Also geht's jetzt an Bord. Das ist die Kabine 232 für die nächste Woche hier an Bord der Arosa Mia. Ja, mit französischem Balkon, also kann man wunderbar rausschauen. Von der Größe her auch sehr angenehm, aber dazu mehr dann nochmal im separaten Kabinenrundgang hier an Bord. Der Check-in-Prozess hat soweit sehr gut geklappt. Fieber wurde gemessen und dann konnte man auch direkt an Bord. Man hat beim Check-in dann den Gesundheitsfragebogen abgegeben. Ja, und dann konnte man auch schon zur Kabine gehen. Und heute hier bei 34 Grad in Engelhard-Zell schon ein wunderbarer erster Tag, wo man das Sonnendeck gut genießen kann. Und wie man auch hier sieht, die Liegen sind immer so weit auseinandergestellt, dass man den Sicherheitsabstand auch einhalten kann. Natürlich darf man jetzt mit seinem Kabinenpartner oder Partnerin auch die Liegen zusammenstellen und zusammenliegen, gar keine Frage. Aber eben zu anderen Menschen, zu anderen Kabinen hat man eben genug Abstand und das ist auch soweit gut momentan in dieser Zeit. Und dann kann man hier gut den Urlaub genießen. Hier im Fitnessstudio ist es dann so, dass maximal 3 Personen gleichzeitig hier trainieren dürfen. Die Geräte werden jedes Mal nach dem Trainieren frisch desinfiziert und es ist auch jedes zweite Gerät abgesperrt, wie man hier sieht. Also da dürfte man jetzt eben nicht trainieren. Das wechselt dann auch mal durch, dass man jedes Gerät mal verwenden kann. Denke ich mal eine ganz gute Möglichkeit und ich glaube, während des Trainings darf man dann auch die Maske absetzen, wenn man auf dem Gerät sitzt. Sonst wird es, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Es ist jetzt 17 Uhr und das heißt das erste Mal Leinen los. Wir fahren jetzt in Richtung Wien, wo wir morgen Nachmittag ankommen werden und dann dort im Overnight liegen und dann noch einen weiteren kompletten ganzen Tag zur Verfügung haben. Ja, und herrliches Wetter, 34 Grad heute hier in Engelhard-Zell in Österreich. Und wir machen uns jetzt eben auf den Weg. Gleich in 15 Minuten, also kurz nach dem Ablegen, gibt es da noch eine Sicherheitseinweisung und auch nochmal eine Instruktion über die aktuellen Hygienevorschriften hier an Bord, bevor es dann auch zum Abendessen geht. Das Ganze in 2 Tischzeiten momentan. Uns geht es zur ersten Tischzeit und wie sonst bei Arosa üblich gibt es sonst Buffet, aber momentan eben alles mit Bedienung am Platz. Also schauen wir uns auch gleich mal an, wie das so funktioniert. Heute Abend gibt es dann im Restaurant hier das Welcome Dinner. Es gibt insgesamt 4 Gänge, Vorspeise, Suppe, Hauptgerichte und Desserts. Man wählt das Ganze schon immer mittags oder nachmittags aus, damit man eben sich in der Küche besser darauf vorbereiten kann. Und das Ganze hier dann mit einem tollen Blick aus dem großen Panoramafenster auf Deck 3. Ja, also wirklich besser kann man es gar nicht haben, wenn man hier sitzt und rausschaut. Finde ich richtig gut.
nach der Sicherheitsübung ging es dann noch zum Abendessen. Das hat wunderbar funktioniert. Das Ganze ja dann nicht in Buffetform, sondern eben am Platz serviert. Ungefähr eine Stunde haben wir für 4 Gänge gesessen. Also durchaus auch angemessen, hat nicht zu lange gedauert. Geschmacklich auch richtig gut gewesen. Als Hauptgang hatte ich mich für den Fisch heute entschieden. Also es war gebackenes Dorschfilet. Hat auch soweit gut geschmeckt. Ja, und jetzt kann man hier... Also man sieht im Hintergrund übrigens, Railings werden hier regelmäßig gereinigt, die öffentlichen Bereiche werden desinfiziert, wo ich es gerade sehe. Und heute Abend dann wunderbar noch hier den Abend ausklingen zu lassen auf dem Sonnendeck. Das sind ja immer so die Momente, die ich auf Flusskreuzfahrten wirklich so liebe, wenn man hier einfach sitzt und die vorbeiziehende Landschaft genießt. Einfach herrlich. Also in dem Sinne, bis morgen, damit dann noch einen halben Flusstag, bis wir in Wien ankommen. Guten Morgen an Tag 2 hier in diesem Vlog. Ja, wir sind gerade schon in der letzten Schleuse vor Wien, also gegen Mittag werden wir dort ankommen. Nach dem Mittagessen hier an Bord geht es dann los zur Stadterkundung und heute sieht das Wetter noch ganz gut aus, morgen dann relativ regnerisch. Wir sind dann ja noch über Nacht hier, hätten dann morgen auch noch den ganzen Tag. Aber ich würde sagen, wir nutzen heute das gute Wetter und versuchen schon möglichst alle Highlights abzuklappern. Und wenn es dann morgen doch noch besser ist als gedacht, dann kann man immer noch mal rausgehen. Ja, und das Frühstück hat soweit ganz gut geklappt, alles mit Bedienung, eben auch kein Buffet zurzeit. Aber das zeige ich euch in den nächsten Tagen dann nochmal genauer. Und ich würde sagen, jetzt genießen wir noch die letzten Flusskilometer, bevor wir dann auch Wien erreichen. Gegen 11 Uhr am Vormittag haben wir dann den Hafen von Wien erreicht. Um 12 Uhr gab es jetzt gerade noch ein Mittagessen an Bord, das habe ich noch mitgenommen. Ja, und jetzt geht es dann auch los. Mit dem Scooter wollen wir jetzt die Stadt erkunden. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt von hier aus, also suchen gleich erstmal den nächsten Scooter und fahren dann von hier aus Richtung Stephansdom erstmal mitten in die Stadt hinein. Und von da aus gucken wir uns dann die ein oder andere Sehenswürdigkeit an. Wir sind jetzt mit dem Scooter einmal direkt in die Innenstadt gefahren, bis zum Randgebiet von Stephansdom, wo man quasi noch fahren darf. Haben jetzt hier abgestellt, 20 Minuten für 5 Euro, also kann man nicht meckern. Und jetzt ist man direkt da, alternativ kann man aber auch mit der S-Bahn fahren. Was mir heute besonders auffällt, ist, dass Wien richtig leer ist. Also ich war ungefähr vor einem Jahr hier und da war hier alles voll. Gut, es ist heute natürlich auch Sonntag, die Geschäfte haben geschlossen, aber trotzdem richtig angenehm. Dort hinten um die Ecke befindet sich der Stephansdom. Wenn man dann hier weitergeht, kommt man an einer Festsäule vorbei, die sich im Hintergrund befindet. Und wenn wir dann da vorne gleich links gehen, kommen wir auch schon direkt zur Hofburg. Hier sind wir jetzt vom Hotel Sacher, das ist ja auch sehr berühmt mit dem Café Sacher und dem Café Mozart auch in der Nähe. Ja, und sonst ist ja auch alles voll, aber momentan einfach, ja, gehen in die Leere. Sehr angenehm tatsächlich, einfach um die Stadt zu erkunden, aber für den Tourismus natürlich echt eine schwierige Geschichte. Wenn man dann hier erstmal im Zentrum der Stadt Wien ist, ist es auch alles relativ nah beisammen, also hier kann man dann gut alles zu Fuß erkunden. Wir sind dann erst zur Hofburg gegangen, von der Hofburg aus dann durch den Volksgarten zum Rathaus.
Von da aus dann weiter zur Staatsoper, wo auch noch das Hotel Sacher ist. Ja, und jetzt hier gerade noch mit dem Scooter weitergefahren zum Schloss Belvedere. Kam noch an der Karlskirche vorbei. Also das sind eben alles so die Attraktionen, die hier wirklich zentral in der Stadt sind, die man wunderbar erkunden kann. Man kann das Ganze natürlich auch mit einem Ausflug erkunden. Über Rosa natürlich auch buchbar. Da ist es dann eben so, dass man noch viele weitere Informationen dazu erhält. Das müsste man sich jetzt eben alles selbst anlesen, wenn man hier individuell unterwegs ist. Aber auch einfach das alles auf sich wirken zu lassen, ist wunderschön. Denn in meinen Augen ist Wien so ein bisschen wie ein großes Freilichtmuseum. Also wirklich ganz tolle Bauwerke an allen Ecken. Und jetzt bildet dieses Schloss Belvedere hier so ein bisschen den Abschluss für den heutigen Tagesausflug. Wir werden gleich zurückfahren mit dem Scooter zum Schiff und dann heute Abend nach dem Abendessen, sofern das Wetter stabil bleibt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, dann nochmal zum Wiener Prater fahren. Nach dem Abendessen und einem wirklich richtig guten Kaiserschmarrn als Dessert geht es dann jetzt nochmal zum Wiener Prater. Das ist ja hier abends eigentlich immer nochmal ein Muss. Und dann muss man natürlich nochmal eine Runde mit dem Riesenrad fahren. 12 Euro pro Person. 20 Uhr hat es jetzt in Corona-Zeiten geöffnet, also leider nicht bis zur Dunkelheit. Mangels Nachfrage einfach. Und dann dreht man nochmal eine Runde beim Prater und dann geht es auch wieder zurück zum Schiff und dann sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen an Tag 3 hier aus Wien. Gestern Abend war das noch richtig schön mit dem Riesenrad. Es gab gar keine Wartezeit. Das sind eben momentan die Vorteile, dass nicht so viele Touristen unterwegs sind. Ja, heute leider regnerisch, wie ihr es schon sehen könnt. Das Wetter ist nicht so gut. Wir haben nochmal einen ganzen Tag hier bis 18.30 Uhr, legen wir erst ab. Ja, ich möchte die Gelegenheit gleich gerne nutzen, um den Spa-Bereich mal auszuprobieren. Werde dann um 9.30 Uhr eine 50-minütige Massage nehmen. Die kostet 64 Euro. Im Premium-Tarif gibt es nochmal 15% Rabatt. Also durchaus angemessene Preise auch. Ja, und heute Nachmittag wollen wir dann mal versuchen, vielleicht noch ins Café Sacher zu fahren und da nochmal ein Stück Sachertorte oder Apfelstrudel zu essen. Mal schauen, ob die da noch ein Plätzchen frei haben bei dem Wetter heute. Beim Frühstück ist es dann so, dass man eben schon eine gewisse Auswahl an Brot und Brötchen direkt an den Tisch gebracht bekommt. Ebenso auch mit dem Aufschnitt hier Käse und Wurst wird direkt gebracht. Man kann zusätzlich aber auch noch Müsli, Joghurt, Quark, ja, wechselnde Fruchtsalate bestellen, aber auch Eierspeisen wie Rührei, Spiegelei und gekochte Eier. Zusätzlich gibt es dann auch noch ein täglich wechselndes Frühstücksgericht. Die Massage heute Vormittag war echt gut und hat gut getan. Das Regenwetter muss man ja auch irgendwie nutzen. Jetzt waren wir gerade noch beim Mittagessen, was auch gut geschmeckt hat. Wir wollten jetzt gerade los in Richtung Café Sacher, nochmal Richtung Stadt, aber jetzt fängt es wieder an zu regnen und eigentlich war es mit dem Scooter geplant. Wir stehen immer so ein paar rum, auch direkt vom Schiff. Ja, mal schauen, ob wir das jetzt machen oder ob wir doch mit der U-Bahn fahren. Man kann übrigens mit der U1 hier direkt an der großen Brücke, die immer bei den Schiffen in der Nähe ist, bis zum Stephansplatz durchfahren. Das einfach für euch als Tipp, wenn ihr grundsätzlich über die U-Bahn bevorzugt. Und da ist sie nun hier auf dem Teller, die Original-Sachertorte seit 1832, so nach diesem Rezept. Und das Ganze kostet 7,90 Euro. Mit dabei dann auch noch für mich ein Apfelstrudel mit Vanilleeis. Das Ganze dann hier eben in dem tollen Ambiente im Café Sacher. Pünktlich zum Ablegen in Wien ist es dann auch wieder trocken. Das Ganze dann heute hier mal mit den großen Panoramafenstern, der Blick nach draußen. Ja, und man könnte jetzt denken, wenn ich schon mal beim Abendessen bin, dass ich den ganzen Tag heute nichts anderes gemacht habe als zu essen. Aber das Wetter war heute auch nicht so gut, von daher hat es sich einfach so angeboten. Schauen wir mal ganz kurz in die Speisekarte. Heute ist mediterraner Abend, sonst eben halt in Buffetform, aktuell damit Bedienung. Es gibt heute wieder drei verschiedene Hauptgerichte, Fisch, Fleisch oder vegetarisch. Ansonsten auch eben Vorspeise, Suppe und Dessert. Also denke ich mal, große Auswahl für jeden. Und ich freue mich jetzt hier auf das Ablegen mit der Aussicht in Wien.
Der mediterrane Abend im Restaurant hat gerade noch wunderbar geschmeckt und jetzt kann man hier gerade noch die tolle Landschaft wieder genießen. Ich liebe es ja einfach abends auf dem Sonnendeck zu sitzen und die Landschaft zu genießen. Es ist wieder trocken, also muss man das ausnutzen. Ja, und in der nächsten Folge nehme ich euch da mit nach Ungarn, denn morgen kommen wir erst in Esztergom an und dann noch in Budapest. Zwei, denke ich mal, sehr schöne Städte. Budapest kenne ich schon, freue mich, euch dort auch mitzunehmen in der nächsten Folge. Also abonniert gerne den Kanal für weitere Videos, da nehme ich euch dann nämlich mit. Zeige euch auch gerne in den nächsten Folgen auch noch mal ein bisschen mehr über das Abendprogramm hier an Bord zum Beispiel auch. Also lohnt sich auf jeden Fall nochmal einzuschalten. Damit erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch dieses Schiff gefallen hat oder ihr ein anderes Schiff buchen möchtet, schaut gerne mal unter reisen.kreuzfahrturlauber.de vorbei, denn dort könnt ihr eure nächste Traumreise buchen und mich damit unterstützen. Vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Video, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.